Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute möchte ich mich einfach nur bedanken für 1000 Abonnenten und 100.000 Klicks auf meinem Kanal. Kann wirklich mich nur herzlichst bedanken, dass ihr mir so treu seid und so fleißig meine Videos guckt und versucht, was besser zu machen und auch, nehme ich mal an, mir das nachmacht, was ich hier mache. Ist wahrscheinlich nicht jeder meiner 1000 Abonnenten, aber ich hoffe doch mal ein großer Teil. Ansonsten kann ich nur sagen, selbst schuld, wenn ihr nur vom Videos gucken von mir, wird der euer Himmel Onni blau. Will mich echt nur bedanken, dass ihr so klasse mich unterstützt und mit so vielen Fragen und ich helfe immer gerne, nur ist es immer wirklich schwierig für mich, so viele Fragen, so viele E-Mails zu beantworten, weil ich habe da ganz schön vollen E-Mail-Account und ich habe ja meinen Kanal jetzt schon, so anderthalb Jahre circa und mir ist vor kurzem erstmal aufgefallen, dass man ja auch Nachrichten auf YouTube, diese PNs, ne, die sind mir anderthalb Jahre lang nicht aufgefallen wirklich und da hat sich extrem viel angestaut. Da muss ich mich entschuldigen, Freunde, dass ich da nicht geantwortet habe. Ich habe es auch leider nicht gesehen. Teilweise werden mir auch nicht mal Nachrichten angezeigt. Auch in den Kommentaren finde ich immer wieder Kommentare, die mir nie angezeigt worden sind. Also ich glaube fast nicht, dass das Fehler sind, sondern dass da YouTube so ein bisschen Zensur betreibt, damit diese Kanäle wie meiner und allen anderen, die was mit Orgonit oder Aufklärung allgemein, wo die Wahrheit aussprechen, wo da so ein bisschen unterdrückt wird, ne? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank für die 1000 Abonnenten. Ich hoffe, wir wachsen noch ein bisschen weiter. Ich habe ja vor 2,5 Jahren circa mit Orgonit angefangen, knapp 3 Jahre jetzt, habe dann angefangen, alles Mögliche auszuprobieren. Erst habe ich mit Essig angefangen war da schon ziemlich baff, dass es funktioniert. Im ersten Moment, klar, kann ich verstehen, dass die Leute das nicht im ersten Moment glauben können, dass es funktioniert. Das war selbst für mich, ich bin auch ein Realist, ziemlich abwegig, dass das funktioniert, aber ich dachte, boah, was hast du schon zu verlieren? 1 Euro, nicht einmal, für eine Flasche Essig und dann das kannst du ja selbst davon überzeugen und tja, ich wurde überzeugt. Dann habe ich mit Essig weitergemacht, ich habe mich damals mit dem Rico, mit dem Auf zur Wahrheit kurz geschlossen, der da ja schon über 8 Jahre Erfahrung hat und wirklich ein klasse Orgonaut ist und ich habe ihm damals versprochen, gesagt, Rico, wenn das so funktioniert, wie du das sagst, dann werde ich da in deine Fußstapfen treten und werde es bis an mein Lebensende machen. Und das habe ich gemacht. Ich habe Wort gehalten. Ich habe angefangen zu bauen und das jegliche Art von Orgonit, ob das jetzt ein Tower Buster oder eine Pyramide oder ein CB, ein Cambuster, eine Pyramide, ein Tower Buster, ich habe Ringe gebaut, ich habe Anhänger gebaut, Handy-Amulette, diese kleinen halbrunden Dinger, was ich da letztes Mal ein Tutorial drüber gemacht habe, Kugeln, Diamanten, ich habe doppelte Lottchen gebaut, ich habe alles Mögliche ausprobiert, unvorstellbar, was man da für Ergebnisse erzielt. Wirklich, Freunde, ich kann euch das nur allen empfehlen, mir das nachzumachen, wer es noch nicht gemacht hat. Ich hoffe doch, die meisten sind schon kräftig dabei, aber ich nehme an, wir könnten noch einige mehr werden. Viele auch meiner Freunde und Bekannten, die wissen, was ich treibe und mir auch glauben und schon ziemlich überzeugt sind von der Materie, machen leider immer noch nicht mit. Also es haben schon ein paar definitiv angefangen und unterstützen mich hier in der Umgebung, aber leider, es könnten immer noch mehr sein.
ich finde es schade, dass wenn man das begriffen hat, dass man trotzdem so weitermacht und denkt, komm, gibt ja ein paar andere, die das machen, was die mal machen. Ich hoffe einfach mal auf die, dass die das alles gescheit machen und kümmere mich dann nicht weiter drum. Nö, Freunde, also ihr wollt doch alle schönes Wetter, ihr wollt doch alle nicht diese Vergiftung im Himmel, ihr wollt doch alle eine saubere Natur und dann verstehe ich nicht, dass man so ignorant ist und darauf scheißt. Ne? Um euch nicht hier als Moralapostel hier eine dicke Predigt zu halten, wie gesagt, vielen Dank für die 1000 Abonnenten. Liebe Grüße an alle anderen Orgonauten, an Cloudbuster, das Sonnenmachermännchen, den Traber, Auf zur Wahrheit, Freies Radikal, Out-Emse, Orgonenergie, 100% Wahrheit, MyDia.de, Camperer, Prana Karma, Gisela Stapf, Biedeleit, Octoslot, Evaka, Rucksack-Sepp, André Steinbrecher, For Your Soul, der Orgonitianer, Organized Germany und so weiter und so fort. Sorry, wenn ich jetzt Leute noch vergesse, es gibt noch massig, auch wenn ich jetzt die Amis noch aufzählen würde, wie Organite, da Organite Austin oder Mike Decker oder. Alles klasse Leute, die sich da wirklich den Hintern für aufreißen, Leute aufzuwecken, zu überzeugen, dass diese Geschichte hier funktioniert, dass es nicht irgendwie ein Esoterik-Quatsch ist, sondern dass es wirklich zu 100% funktioniert. Und wie gesagt, für Leute, die das im ersten Moment nicht verstehen wollen oder können, habe ich volles Verständnis für, aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn man nur blöd macht und sich nicht darüber informiert. Und alles in den Boden redet, obwohl man keine Ahnung hat und es nie ausprobiert hat und auch kein bisschen versteht, wie die Technik funktioniert. Ne? Das ist ja nicht einfach nur Schrott zusammengegossen, sondern die Thematik organisch-anorganische Stoffe übereinander geschichtet wird hier eingehalten. Diese Kristalle verstärken nochmal die Wirkung und diese Schwingungen. Und im Prinzip kann man das auch noch auf eine einfache Art und Weise bauen, so wie ich es bei meinem großen Müppel hier gemacht habe. Gut, das ist eine Kombination aus Orgonit und Harmoniestation. Dass man da quasi Polyesterwatte und Stahlwolle übereinander schichtet und sowas unter Druck setzt und dann funktioniert das auch. Im Prinzip könntet ihr eine PET-Flasche nehmen oder so und dann Baumwolle, Stahlwolle immer wieder übereinander schichten die Flasche so ein bisschen unter Druck, also in der Mitte aufschneiden, so zusammenpressen, ein Rohr oben ins Mundstück und ein Kristall rein und selbst das funktioniert schon. Habe ich auch schon getestet. Ist leider keine Videos von, aber mache ich vielleicht mal die Tage, dass ihr das mal seht. Und ja, Freunde. Wie gesagt, vielen Dank an alle. Wer noch Fragen, Anregungen, irgendwas dergleichen hat, er soll mir einfach auf meine E-Mail-Adresse schreiben, organizedgermany@gmail.com. Werde ich auch nochmal verlinken. Und wie gesagt, nochmal sorry an alle, die mir schon viele Fragen gestellt haben und ich die einfach nicht gesehen habe, nicht bekommen habe oder nicht die Zeit hatte zum Antworten. Schreibt mir einfach eine E-Mail und dann kann ich die Fragen auch beantworten. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, meine Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde bestimmt noch ein 1000 Abonnenten Special Video machen, wo ich mal ein paar schöne Sachen zusammenschneide. Und ich habe ja was massig im Videomaterial, was ich einfach nicht schaffe, alles hochzuladen. Wenn ich meine komplette Videosammlung hochladen würde, da hättet ihr hier, glaube ich, 200 Stunden Videomaterial locker. Ob das jetzt diese Stalking-Attacken von den Helikoptern hier sind oder meine gnadenlos geilen Ergebnisse jedes Mal, wenn ich mich irgendwo befinde und einen Zepper dabei habe oder Orgonit oder. Freunde. Ich will nicht so viel quatschen. Das Video darf sowieso noch maximal 15 Minuten gehen. Wir sind sowieso schon bei 10 Minuten. Also nochmal zum fünften Mal. Vielen, vielen Dank für die Abonnenten. Ich hoffe, ich schaffe es im Laufe des Jahres sogar noch auf 2000. Das wäre super. Und auch natürlich 2000 Leute, die nicht nur einfach meine Videos gucken, sondern auch mir auch das nachmachen. Ne? Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Hier sieht man nochmal schön, ne, wie er das Loch reinklatscht.
Der große Lumpi, muss ich sagen, hat deutlich die stärkste Leistung. Obwohl ich auch probiert habe, in klein starke zu bauen. Das funktioniert zwar auch, aber ich habe einfach mit keinem so einen Erfolg wie mit diesem Ding. Sobald der noch umgestellt wird, verzehnfacht er seine Leistung. Das ist wirklich enorm. Und wenn das nur 3-4 cm sind, wo man den umstellt, es ist jedes Mal wieder atemberaubend. Gut, Freunde. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Für Fragen, Anregungen etc. Falls ihr mal ein bestimmtes Video von mir sehen möchtet oder ich mal ein bestimmtes Video machen soll, schreibt mir das einfach in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Und dann werde ich schauen, ob ich das hinbekomme. Und somit wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.